Moin, in dieser Rezension möchte ich euch folgendes Buch vorstellen, und zwar Das Koboltikum, geschrieben von Christian von Aster und illustriert von Holger Much. Das Buch ist im Edition Roter Drache Verlag erschienen, kostet 16,95 Euro und hat in etwa 60 Seiten. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und sage vielen lieben Dank an den Verlag, dass ich dieses Schmuckstück lesen, hören und euch jetzt vorstellen darf, denn ein Schmuckstück ist das allemal, alleine schon von der Optik und von der Ausstattung. Das Buch ist farbig illustriert. Es hat verschmückte, verzierte Seiten rund um den Text herum. Wir haben ein Lesebändchen. Ein sehr, sehr schönes Format, finde ich, passend zum Thema der kleinen Kobolde. Und ich finde auch, ja, wie gesagt, die Optik sehr, sehr schön. Alleine auch das Vorsatzpapier. Hier seht ihr, ja, wie die Seiten aufgemacht sind und mit diesen Zierrahmen. Also alleine von der Optik sehr, sehr schön. Hierbei handelt es sich um ein Kurzgeschichtensammelband zum Thema Kobolde, kleine Wesen. Und Christian von Aster hat hier 7 Geschichten verfasst rund um diese, ja, kleinen Wesen, die mal gefährlich, mal niedlich, mal witzig daherkommen. Und das Besondere ist, dass nicht jede Geschichte in Prosa verfasst ist, sondern auch in Versform mit Reimen. Und das hat mir persönlich besonders gut gefallen, weil das irgendwie dazu einlädt, es vorzulesen, also sich selbst laut vorzulesen oder anderen laut vorzulesen, weil das Ganze natürlich noch einen besonders schönen Klang hat durch diese Reime und einen schönen Rhythmus. Aber es lädt natürlich auch dazu ein, es zu hören. Und das Ganze kommt eben auch mit einem Hörbuch daher, mit einer CD. Ich habe das ganze Buch einmal komplett gelesen und einmal komplett gehört. Vorgelesen wird es vom Autor selbst, von Christian von Aster. Und ich finde auch, dass er eine sehr, sehr schöne Vorlesestimme hat. Ich finde ihn als Autor auch sehr faszinierend, weil er irgendwie eine schräge Figur ist, die sehr, sehr gut in dieses Thema und in diese Fantastik passt. Er hat sehr viel Fantasie, wie man das so heraus sieht und hört, wenn man ja ihn in Interviews sieht oder auch durch seine Geschichten natürlich. Und deswegen ja, passte diese Stimme auch sehr gut zum Hörbuch. Also ich kann beides auf jeden Fall empfehlen. Natürlich ist es so, dass in einem, ja, in einer Anthologie, in einer Kurzgeschichtensammlung nicht alle Geschichten gleichzeitig gut gefallen können. Und ich möchte euch natürlich jetzt nicht alle 7 Geschichten hier erzählen, aber ich kann euch sagen, dass ich schon mal sehr toll fand, dass hier die verschiedensten Settings vorgekommen sind. Ob wir nun eine Schenke mitten im Wald haben, ob wir uns in der Wüste befinden, in einem Bergwerk oder auf Reisen, auf der Schatzsuche, auf dem Meer. Also hier gibt es wirklich alle möglichen Settings. Und eine Geschichte hat mich besonders unterhalten. Und das ist auch eine, die in Versformen geschrieben ist, mit Reimen. Und zwar ist das, ich muss mal eben schauen, wie die Geschichte nochmal hieß. Genau, Guffin der Kleine heißt die Geschichte. Und hier befinden wir uns in einem Fürstenhof und dort soll wie jedes Jahr ein Magierduell stattfinden zwischen den 3 größten Magiern. Und wir bekommen auch mit, was die alles zaubern, mit den verschiedensten Elementen, total pompös. Und danach entscheidet der Fürst, dass man sich zwischen diesen ja, nicht so richtig entscheiden kann, aber dann tritt noch ein Magier auf den Platz und stellt dort seine Künste dar und auf eine ganz andere Art und Weise. Inwiefern, das möchte ich jetzt nicht hier verraten, aber ich fand das überraschend amüsant und ja, so auch wahrscheinlich der Fürst. Und die Geschichte fand ich toll. Ich fand allgemein hier auch den Humor, den Christian von Aster hier mit reinbringt, sehr schön und amüsant, dass man immer wieder schmunzeln musste und auch immer ein bisschen überrascht war, gerade wenn es um die Reime ging. Da ja, hat er sich immer was Schönes einfallen lassen.
Es gab aber auch Geschichten, die bei mir nicht angeklungen sind. Die waren so ganz nett zu lesen, aber da fand ich teilweise die Art und Weise, wie sie geschrieben worden sind, interessanter als den Inhalt. Da fand ich jetzt weder die Moral irgendwie besonders interessant. Es hat mich nicht überrascht. Es hat mich jetzt nicht besonders aufgewühlt oder ein Wendepunkt, der mich besonders interessiert hat oder der mich besonders aufgeweckt hat. Davon gab es auch welche. Und es gab dann aber wieder welche, wo ich das Setting toll fand. Also insgesamt würde ich sagen, dass die Aufmachung und die Art und Weise, wie es geschrieben ist, mich ein bisschen mehr begeistert als der Inhalt der Geschichten. Aber durch diesen Humor und durch diesen Schalk im Nacken, der von dem Autor so wiedergegeben worden ist, hat mich auf jeden Fall die Lektüre und auch das Hörbuch sehr unterhalten. Und ich finde, es ist einfach ein Schmuckstück für alle bibliophilen Menschen. Zum Hörbuch kann ich sagen, neben dem sehr gut eingesprochenen Text gab es auch noch Melodien am Anfang und am Ende des Hörbuches. Und ich fand auch die Melodien ja, sehr passend. Allerdings fand ich besonders am Ende das Stück sehr lang und mir ist aufgefallen, dass zwischen den Geschichten sehr kurze Zeit war. Also es ist im Grunde fließend von einer Geschichte in die andere übergegangen. Das fand ich ein bisschen schade, weil gerade bei Kurzgeschichten, die sind ja wirklich sehr kurz, ist das manchmal sehr schön, wenn die noch so ein bisschen nachhallen. Und ich glaube, ich hätte es schöner gefunden, wenn sie diese komponierte Melodie, die wahrscheinlich extra für dieses Buch komponiert wurde, eher so als kleines Zwischenspiel zwischen den Geschichten eingewoben worden wäre, dann hätte man so ein bisschen die Möglichkeit gehabt, die Geschichten abzuschließen und dann mit der neuen weiterzumachen. So, weil das, also entweder machen sie da eine stille Pause oder eben ein bisschen Musik rein, aber so war das wirklich ein fließender Übergang, wo man dachte, hä, sind wir jetzt noch in der alten oder was ist da jetzt passiert? Wenn ich vorher das Buch nicht gelesen hätte, dann wäre es mir vielleicht gar nicht aufgefallen, dass wir uns mittlerweile in einer neuen Geschichte befunden haben. Also das ist so ein kleiner Kritikpunkt und wie gesagt, dass mich nicht jede Geschichte jetzt total umgehauen hat, aber alleine, wie gesagt, die Art und Weise, wie es geschrieben worden ist und natürlich die Illustration, denn zu jeder Geschichte gibt es eine große Illustration, die farbig ist und die eben den Zwerg oder den Gnom oder den Kobold darstellt, wie er in dieser Geschichte beschrieben worden ist. Ich zeige euch einmal eines davon. Ja, also ich finde das sehr fantasievoll, mit den Farben sehr, sehr stimmig und es hat auch was Skurriles und was Neckisches irgendwie und deswegen passt es sehr, sehr gut. Also insgesamt wirklich ein stimmiges Werk von vorne bis hinten, sehr gut durchdacht. Die Thematik wird unterstützt durch die Ausgabe dieses Buches. Dieses Format ist schön klein und handlich wie das Kobold-Thema. Die Farben sind toll abgestimmt, dieses dunkle Grün, dieses moosige. Und wir haben hier auch in den Illustrationen dieses Neckische drin, dieses Verspielte und Verträumte, Fantastische. Und selbst die Kurzbiografien hinten über Autor und Illustrator sind in dieser Thematik irgendwie noch toll zusammen eingebunden, was mir sehr viel Freude bereitet hat, das zu lesen. Mich interessiert natürlich wie immer, kennt ihr dieses Buch? Und wenn ja, habt ihr es gehört und gelesen? Und was ist eure Lieblingsgeschichte und warum? Und wenn ihr das Buch vorher nicht gekannt habt, möchte ich natürlich gerne wissen, ob ich euch jetzt ein bisschen neugierig machen konnte. Und ich möchte euch jetzt aus dieser Rezension entlassen mit den Worten, mit denen auch das Buch endet. Falls ihr das nicht hören wollt, dann schaltet jetzt gerne ab. Aber ich finde es einfach sehr, sehr passend, das jetzt einmal kurz vorzulesen. Über Stock und Stein und Steg weist das kleine Volk den Weg in das Reich hinter den Reichen, wo Wirklichkeiten Wundern weichen, wo zaghaft der Gnom die Elfe küsst und jeder sein darf, was er ist. Sie weisen den Weg, schau hin, sieh zu, ob du folgst, entscheidest du.